Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Zwillinge. Ja, und ich spiele mit den Perks Kein Ausweg, Korrupte Intervention, Sackgasse und Barbecue und Chili. Und spiele mit zwei Addons. Einmal, dass Victor seinen Sprung schneller aufladen kann und außerdem, dass sich Victor schneller fortbewegt. So, mal schauen. Mal wieder die Zwillinge. Zwillinge sind immer so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Hassliebe schon fast, ne? Sie fühlen sich manchmal sehr, clunky, könnte man schon fast sagen, an. Die ist doch noch hier, oder? Oh, ich bin den falschen Weg gelaufen. Die hat sich wahrscheinlich, ja, einfach vorbeigeschlichen. Auf Fang! Auf zu laufen! Lass mich dich schlagen, ich habe schon viel zu viel Zeit damit verbraucht, dich zu finden. Okay. So. Ich würde halt gern... Ich dachte, sie läuft nach rechts. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee komme. Ja. Ich habe den Schlag nicht gut getimed. Okay, sie arbeiten dort. Okay, hallo Feng. Einmal. So, Victor. Wo ist sie dir? Lauf. Okay, Victor ist schneller und kann seinen Sprung schneller auch aufladen. Was zur Hölle? Ich habe ihn nicht gefunden. Richtig. Dort unten weg. Okay. Und an dem Gen wurde auch gearbeitet. Oh, Mac. Sprint Boost, okay. Oh, ist wirklich ein haariger Start in die Runde. Immerhin hat jetzt eine den Victor auf der Schulter, kann nichts machen und die andere jage ich. Also ich habe hier sozusagen zwei Leute beschäftigt. So, ich rufe gerade Victor wieder zurück. Den mache ich kaputt. Okay. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass die Palette schon zerstört wäre, aber das war oben mit der Fang. Und sie springt da wieder durch, weil ich versuche, sie so zu schlagen, ohne zu viel Zeit zu verschwenden. Und dabei verschwende ich halt extrem viel Zeit. Perfekt, das ist der Hit. Ja, der Plan ist halt, dass ich die Leute erst verletze und dann halt mit Victor schnell hole. Das ist so der Gedanke. Nur Victor sieht halt nur Blut. Hab ich dich? So. Und jetzt gehe ich noch nach dort unten. Nein. Okay. Hab ich dich? So, zwei Leute beschäftigt zum Preis von dem Wiederfinden von Mac. Wo bist du, Mac? Okay. Okay, damit habe ich eine Person, die nicht reparieren kann. Und jetzt habe ich auch Fang, Mac, die endlich am Haken hängt. Victor wurde zerschlagen. Dort ganz hinten sehe ich eine Aura. Warum? Ach, Barbecue. Okay. So, die heilen sich recht schnell wieder hoch. Okay, ich stelle Victor da mal ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie von oben kommen werden. Und wenn sie von da kommen, weiß ich Bescheid. Dann Quicktour. Ja, sie kommen wirklich von hier. Kann ich Charlotte? Nee, das ist zu nah am Haken. Ist ja auch fies, wenn ich da einfach die Gänge blockieren können. Okay, dann nähert sich etwas Victor. Victor wurde zerschlagen. Hab ich dich? Okay. Victor. Los. Okay, busy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ich glaube, die wollte halt reinhüpfen für Entscheidungsschlag. Ja, da wurde der Djinn durchgezogen. Ich habe hier niemanden weglaufen sehen. Anscheinend haben sie es aber trotzdem irgendwie geschafft, vorbeizukommen. Okay. Da unten sehe ich die Mac noch. Du kommst hier an den Haken. Ich versuche halt jetzt hier, ja, Zwillinge, ich versuche halt jetzt hier wirklich an so vielen Enden und Ecken wie möglich Druck zu machen. Okay, Disconnect. Oben. Heißt, sie läuft vielleicht jetzt hier lang. Der Djinn ist versperrt. Huh. Hab ich dich? Und dort wurde gerettet. Hallo ihr alle. Wo ist der Retter? Die Retterin? Ah, ich dachte, ich kriege sie da vielleicht mit etwas Glück. Ja, hart im Nehmen. Einmal drüber. Eigentlich will ich die gar nicht. Okay, jetzt könnte es aber sein, dass ich kriege. Ich lasse sie aber liegen. Die kam auch gerade vom Haken. So, zack, hier mache ich kaputt. Die letzten werden an irgendeinem Djinn sitzen. Ich lasse Victor mal wieder los. Oh, verdammte Axt. Hab ich dich? Okay. Ich lasse Victor dort stehen. Okay, die Kate finde ich jetzt nicht mehr. Die ist wahrscheinlich einfach... Nee, noch nah. So, ich muss sie halt jetzt einfach mitnehmen. Anders kriege ich das jetzt nicht mehr gewonnen. Zwei. Okay, hallo. Andere? Fang? Wo lang geht's mit dir? Nach unten. Sie hat auch noch kein Tor angefasst, das heißt, kein Ausweg ist auch noch nicht getriggert. Ich habe halt jetzt gerade nicht Victor, ne? Das wäre jetzt ein Träumchen mit Victor. Ich will sie lieber andersrum loopen. Will ich sie andersrum loopen? Naja, ich mach's einfach. Naja, Zwillinge. Ich könnte Victor... Nee, ich kann ihn noch nicht zurückrufen. Ich muss warten, bis Victor stirbt. Das ist halt... Na, ich muss halt jetzt 300 Jahre warten und ich kann halt meine Kraft nicht nutzen. Aber andererseits, ja, so ist es halt, ne? Okay, die andere ist dort anscheinend noch. Hab ich dich? Einmal. Victor stirbt gleich. Ich meine, diese Tatsache, dass man Victor halt 300 Jahre nicht zurückrufen kann, er dann aber in 2 Sekunden wieder neu spawnt, ist halt auch irgendwie, schon irgendwie komisch, finde ich. Aber gut. Wird sie es schaffen? Ja. Hab ich dich? Ich lasse die andere mal laufen. Hänge die jetzt auf. Bekomme dann vielleicht ein Barbecue mit, wo sich die andere versteckt. Und kann sie dann mit Victor jagen. So, ich habe das schon richtig fies gespielt mit der Kate vorhin. Aber ich wusste halt, ich wusste jetzt auch nicht, wie ich das... schlauer machen könnte, ohne jetzt halt komplett einzupacken. Oh, keine Ahnung, wo die andere Fang hin ist. Hier. Hab ich dich? Okay, Victor, beendes. Es dauert sonst 300 Jahre, wenn die sich hier noch 10-mal retten, alle gegenseitig. Das schaffst du. Das schaffst du, okay. Frechheit. Dann kommt die jetzt wieder mit. Und tap. Dort ganz hinten heilt sich Fang. Dank Barbecue weiß ich Bescheid.
Hä? Da war doch... Ja. Ich wollte gerade sagen, da war doch Blut. So, und dank Victors Superspeed komme ich hier auch schön schnell hinterher. Da tun mir diese langen Gänge halt nicht ganz so sehr weh. Hab ich dich? Sie hätte einfach drinnen bleiben müssen. Dann hätte ich mir überlegen müssen, was ich mache. Aber so konnte ich sie da zum Glück holen. Okay, na gut, wir haben alle bekommen. Naja, aber zu welchem Preis? Ich weiß nicht. Darum mag ich die Zwillinge auch nicht so sehr, weil irgendwie... Zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich sie spiele, dass ich halt nicht viel sehe, wenn ich halt nicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, fieser spiele, in Anführungszeichen. Ich meine, klar, das ist halt jetzt auch nicht so, was mir halt so viel Spaß macht. Dadurch, dass halt Victor halt nur verletzen kann und sich Überlebende halt auch recht schnell hochheilen kann, muss man dann halt schon überlegen, wie man irgendwie ein bisschen Druck auf Haken macht und versucht, das irgendwie mit Slacken hinzubekommen. Was halt verständlicherweise, ne, eine Person ist ja auch gedisconnected, nicht unbedingt das Spaßigste für Überlebende ist, ne. Ist immer so ein Zwiespalt, ne, aber ich finde, die Zwillinge bräuchten, ich will jetzt nicht sagen einen kompletten Rework, aber irgendwas, dass sie sich halt nicht mehr so spielen, wie sie sich zurzeit irgendwie spielen. Naja. Aber gut, wir haben mal wieder mit Zwillingen gespielt, wir haben alle bekommen. Das ist doch auch schon mal was. Wir haben ziemlich lang für unseren ersten Schlag gebraucht. Vielleicht hätte man direkt Victor rausholen sollen. Ich spiele halt auch Zwillinge nicht allzu häufig. So, 4x Gold und das waren die Überlebenden. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!